Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur zweiten Sitzung unseres Seminars Wissenschaftskommunikation 2.0. Es soll heute gehen um Linguistik der Wissenschaftssprache. Ich werde eine Rekapitulation des Stoffs der letzten Sitzung geben und dann einen kurzen Input geben für Ihre Gruppenarbeit. Wir hatten uns in der letzten Sitzung erstmals dem Thema Wissenschaftskommunikation angenähert und hatten mit Harald Weinrich festgehalten, dass Wissenschaft insgesamt als eine von Grund auf kommunikative Veranstaltung gedacht werden muss. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, so hat es Harald Weinrich formuliert, entstehen ja nicht dadurch oder sind nicht dadurch gültig, dass sie im Kopf alleine entstehen, sondern sie müssen immer kommuniziert werden. Und deswegen ist es auch so, dass wissenschaftliche Reflexionen über die Wissenschaft, die es in verschiedenen Disziplinen gibt, in der Philosophie, in der Soziologie, in der Linguistik und so weiter, immer auch die sprachlich-kommunikative Verfasstheit von Wissenschaft ganz maßgeblich mit adressieren. Und das gilt eben auch für die Linguistik, die sich im Sinne der Wissenschaftssprachforschung da seit vielen, vielen Jahren hervortut. Wir können ganz grundlegend eine Unterscheidung ansetzen, wenn wir von Sprache und Kommunikation in der Wissenschaft sprechen, dass wir unterscheiden zwischen interner und externer Wissenschaftskommunikation. Interne Wissenschaftskommunikation, das, was Wissenschaftlerinnen innerhalb der Community tun, wenn sie auf Konferenzen fahren, Vorträge halten, aber auch wissenschaftlich publizieren. Und die externe Kommunikation, wenn die Erkenntnisse und die Tätigkeiten der Wissenschaft gegenüber der Öffentlichkeit kommuniziert, transportiert, vermittelt werden sollen. Und vor allem mit dem Letzteren möchten wir uns im Verlaufe des weiteren Seminars beschäftigen. Aber wir möchten eben heute uns vor allem mal mit interner Wissenschaftskommunikation beschäftigen. Bei der externen Wissenschaftskommunikation können wir festhalten, das haben wir auch schon gesehen an Beispielen, dass es da verschiedene Popularisierungsstrategien gibt. Wenn in den Medien über Wissenschaft gesprochen wird, dann verändert sich das Reden über die wissenschaftlichen Gegenstände. Es wird emotionalisiert, personalisiert und so weiter. Und das lässt sich eben in bestimmten Ausformungen auch im digitalen Mediendiskurs beobachten. Das soll unser Thema sein, Wissenschaftskommunikation 2.0. Wir hatten aber auch gesehen, dass auch die interne Wissenschaftskommunikation sich verändert, wenn digitale Medien Einzug erhalten. Nicht nur ist es so, dass wir ja alle mit Computern arbeiten und zum Beispiel mit digitalen Programmen, wie zum Beispiel PowerPoint, unsere Vorträge untermalen, sondern Social Media sind auch längst in der internen Wissenschaftskommunikation angekommen. Ich selber bin auf Twitter aktiv und nutze das zur Vernetzung und auch um mich über meine wissenschaftliche, um andere über meine wissenschaftliche Arbeit zu informieren und um Anregungen von anderen zu bekommen. Aber natürlich ist gerade Twitter, Social Media wie Facebook, Instagram und so weiter längst auch eine interessante Möglichkeit geworden, gegenüber der Öffentlichkeit zu zeigen, was wir als Wissenschaftlerinnen eigentlich so tun. Genau, aber das soll uns vor allem in den nächsten Wochen beschäftigen. Heute soll es vor allem um die Linguistik der Wissenschaftssprache gehen. Aber ich hatte noch eine Umfrage geschaltet in Vorbereitung auf das ganze Semester. Da möchte ich Ihnen gerne die Ergebnisse liefern. Ich hatte Sie gefragt, ob Sie zurzeit angesichts der Corona-Pandemie eigentlich mehr wissenschaftsjournalistische Formate als vor dieser Pandemie konsumieren. Hier sehen Sie die Ergebnisse. Diejenigen, die zumindest geringfügig bis viel mehr wissenschaftsjournalistische Formate konsumieren, sind klar in der Mehrheit. Nur einige wenige konsumieren genauso viel wie vorher und abgeschlagen mit nur einer einzigen Antwort. Geringfügig weniger als vorher. Ich nehme mich da nicht aus. Bei mir ist es, ich hatte orange angekreuzt, geringfügig mehr. Auch sonst höre ich ganz gerne zum Beispiel die Sendung Forschung aktuell im Deutschlandfunk. Aber jetzt aktuell ist es eben noch mal viel mehr geworden. Ich habe Sie auch gefragt, wo Sie sich eigentlich informieren über wissenschaftliche Hintergründe zur Corona-Pandemie. Die allermeisten haben gesagt, sie konsumieren einfach Online-Nachrichten und auch Social-Media-Kanäle ebenfalls von den Online-Newsportalen wie zum Beispiel Zeit Online, die ja auch auf Twitter
zum Beispiel verfügbar sind, vertreten sind, aber auch auf Instagram. Einige wenige haben sogar gesagt, sie verfolgen einige Influencer, die über Wissenschaft und wissenschaftliche Hintergründe zu Corona informieren. Da wäre ich im Übrigen sehr interessiert daran, welche das sind. Wenn Sie mir da Hinweise geben könnten, wäre ich, wie gesagt, sehr dankbar. Oft ist auch gesagt worden, dass Sie wissenschaftsjournalistische YouTube-Kanäle und Podcasts konsumieren, eben zum Beispiel den berühmten Podcast von Christian Drosten, aber auch das sehr erfolgreiche Video von MyLab, beides Formate, mit denen wir uns beschäftigen werden. Einige wenige haben gesagt, dass sie die Informationsangebote der Johns Hopkins Universität, des Robert-Koch-Instituts oder auch des Bundesministeriums für Gesundheit nutzen. Aber wirklich nie haben sie gesagt, dass sie wissenschaftliche Publikationen selbst, also wirklich die Primärquellen, konsumieren würden. Das überrascht nicht. Das ist eben auch genauso gedacht. Die wissenschaftlichen Publikationen richten sich an FachkollegInnen, an VirologInnen, an EpidemiologInnen und so weiter, die wir ja alle nicht sind. Wir sind darauf angewiesen, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in irgendeiner Form aufbereitet und auch für Laien weitervermittelt werden. Und das passiert eben in den oberen drei genannten Möglichkeiten. Und wie genau das funktioniert, wird uns im Verlauf des Seminars beschäftigen. Nun also Linguistik der Wissenschaftssprache. Wir können zunächst mal sagen, dass Wissenschaftssprache sich ganz allgemein charakterisieren, dass das eine Fachsprache. Im englischen Sprachraum werden Fachsprachen in der Forschung auch genannt Languages for Special Purposes. Und das zeigt eigentlich ganz gut, worum es geht. Und dann leuchtet es auch unmittelbar ein, dass Wissenschaftssprache eine Fachsprache ist. Es gibt eben besondere Zwecke, die diese Sprache erfüllen soll. Und diesen Zwecken sind dann auch die Formen und die sprachlichen Mittel entsprechend angepasst und untergeordnet. Wir können also formulieren, es ist eine Fachsprache, die auf die besonderen Anforderungen der internen Wissenschaftskommunikation zugeschnitten ist. Dass also Wissenschaftlerinnen sich gegenseitig über ihre Erkenntnisse informieren, dabei auch in der Lage sind, ihre Methoden offenzulegen, dabei in der Lage sind, genauestens anzugeben, auf welche Vorarbeiten sie sich stützen. Dann gibt es dann sowas wie Zitationsrichtlinien, und so weiter und so fort. Und all das formiert dann das, was wir als Wissenschaftssprache kennen. Das können wir, wie wir das aus der Fachsprachenforschung insgesamt kennen oder aus der Varietätenlinguistik insgesamt kennen, auf verschiedenen sprachlichen Ebenen beschreiben. Auf der lexikalischen Ebene finden wir besonders auffällig natürlich die Terminologien. Das ist wahrscheinlich das, was uns allen als erstes auffällt und einfällt. Was zeichnet zum Beispiel die Sprache der Biologie aus oder die Sprache der Virologie? Das sind dann bestimmte Terminologien, die dort eingeführt werden, um möglichst exakt über die Gegenstände sprechen zu können. Wir finden aber auch syntaktische Merkmale. Hier wird häufig genannt der Nominalstil. Ja, also zum Beispiel sprechen wir von der Beobachtung, das und nicht so sehr wir haben beobachtet. Ein sehr auf Substantivierungen ausgerichteter Stil, der sehr sachlich wirkt. Aber wir finden auch textsortenbezogene Eigenschaften. Es gibt eben bestimmte Arten und Weisen der Gliederung von Textabschnitten bis hin zu ganzen Texten und bestimmte Textsorten, die es nur in der Wissenschaft gibt, zum Beispiel den Abstract. Ja, oder das Literaturverzeichnis ist auch etwas, was besonders wissenschaftliche Publikationen auszeichnet. Wir können auch noch weitergehen und können pragmatische Aspekte untersuchen. Zum Beispiel ist es auch völlig klar, dass diese lexikalischen Eigenschaften auch eine community-bildende Funktion haben. Ja, wenn Sie als Novize, als Novizin anfangen, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen und zum Beispiel als Studierende oder als Nachwuchswissenschaftlerin auf eine Konferenz fahren, um da ernst genommen zu werden, um wirklich zur Community dazuzugehören, reicht es ja nicht, dass sie sich da einfach im Raum aufhalten und dass sie zuhören, ja, sondern um wirklich vollwertiges Mitglied dieser Community zu sein, müssen sie
diese Sondersprache eben auch beherrschen. Sie müssen die Termini beherrschen, sie müssen aber auch darüber hinaus wissen, wie man sich eben wissenschaftlich ausdrückt. Und ein guter Teil ihrer wissenschaftlichen Ausbildung an der Universität besteht auch genau darin, dass wir ihnen versuchen beizubringen, sich selber wissenschaftlich auszudrücken, um somit Teil dieser Community zu werden. Das ist also eher so eine soziologische, pragmatische Perspektive, die aber auch in der Forschung entsprechend häufig eingenommen wurde. Ich möchte hier auch hinweisen auf ein Konzept von Konrad Ehlich, der von der alltäglichen Wissenschaftssprache spricht. Damit ist gemeint all das, was Wissenschaftssprache über die Terminologie hinaus auszeichnet, die eigentliche Fachterminologie. Natürlich ist es so, dass wir zum Beispiel in der Linguistik reden von, denken Sie sich was aus, von syntaktischer Desintegration, ja, oder von Hypotaxen, Parataxen, von Varietäten und so weiter, also alles Fachtermini. Und dann gibt es aber auch noch Dinge, die nicht nur eine einzelne Wissenschaft auszeichnet, sondern die insgesamt häufig in Wissenschaftssprachen zu beobachten sind, zum Beispiel das Wort Zusammenhang. Ja, so eine Formulierung wie in diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, das ist so eine Formulierung, die wir besonders häufig in wissenschaftlichen Publikationen finden. Da können wir noch keine Aussage darüber machen, welche Fachdisziplin das ist. Das kann Rechtswissenschaft, Mathematik, Geschichtswissenschaft, Soziologie, Philosophie, alles Mögliche sein, aber es ist eben typisch für Wissenschaft. Und diese alltägliche Wissenschaftssprache ist etwas, was auch in der Didaktik, in der Fremdsprachendidaktik zum Beispiel im Windschatten von Konrad Ehlich mehr und mehr vermittelt wird, weil auch das natürlich Probleme macht, Schwierigkeiten macht. Wenn Sie mal versucht haben, einen wissenschaftlichen Text auf Englisch zu schreiben, dann wird Ihnen das sofort einsichtig. Es ist nicht allein damit getan, zu wissen, wie man syntaktische Desintegration auf Englisch sagt, sondern wie sagt man auch in diesem Zusammenhang, ist darauf hinzuweisen, dass, ja, auch das müssen wir lernen, wenn wir Wissenschaftssprachen und fremde Wissenschaftssprachen erwerben. Ganz häufig im Fokus einer linguistischen Wissenschaftssprachforschung sind diachrone Aspekte, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal phylogenetisch. Sie erinnern sich vielleicht an den Biologieunterricht. Damit ist gemeint, wie sich die Wissenschafts-, wie sich etwas im Verlaufe der Menschheitsgeschichte entwickelt. Ja? Und dann können wir untersuchen, wie zum Beispiel sich Wissenschaftssprachen historisch entwickeln, bei uns im europäischen Raum zum Beispiel, oder auch wie sich speziell das Deutsche als Wissenschaftssprache entwickelt und auch wie sich einzelne Textsorten dann herausbilden. Also seit wann gibt es eigentlich sowas wie Abstracts? Seit wann gibt es überhaupt sowas wie wissenschaftliche Journale, wo Zeitschriftenartikel erscheinen? Seit wann gibt es sowas wie Handbücher? Seit wann gibt es wissenschaftliche Studienbibliografien, wissenschaftliche Bibliografien? All das kann man untersuchen. Es gibt dazu ein eigenes Publikationsorgan, das ich hier verlinke, im De Kreuter Verlag, die Reihe Lingua Academica. Wenn Sie sich dafür interessieren, dort finden Sie interessante Sammelbände und Monographien. Aber genauso interessant ist auch die ontogenetische Perspektive. Wie entwickelt sich wissenschaftliches Schreiben nicht nur im Verlaufe der Menschheitsgeschichte oder im Verlaufe der Geschichte eines Sprachraums zum Beispiel, sondern wie entwickelt es sich auf individueller Ebene? Damit ist also gemeint, wie wird eigentlich wissenschaftliche Textkompetenz erworben? Es ist ja so, dass Wissenschaftlerinnen nicht als solche geboren werden, sondern sie kommen eben von der Schule an Universitäten und müssen dann dort lernen, wie man wissenschaftliche Texte schreibt. Und dazu gibt es eine ganz tolle, faszinierende Untersuchung von Thorsten Pohl von 2007, Ontogenese wissenschaftlichen Schreibens, der sich angeschaut hat, wie sich solche Textkompetenzen entwickeln von Novizinnen im ersten Semester bis hin zu fortgeschrittenen Studierenden und welche Etappen das normalerweise nimmt. Ja, interessante Untersuchung, empfehle ich sehr, da mal reinzuschauen. Das als Hintergrund zum Text, der für diese Sitzung zu lesen war, Kretzenbachers Text, wie durchsichtig ist die Sprache der Wissenschaften, erschienen in dem
epochemachende Band Linguistik der Wissenschaftssprache von 1995. Auch Kretzenbacher argumentiert historisch. Er fragt sich nämlich ganz grundlegend, wie eigentlich das, was Wissenschaftssprache auszeichnet, historisch entstanden ist und wie man die Funktionen und die Funktionsausbildung von Wissenschaftssprache in dieser Perspektive beschreiben kann. Er hat zu Beginn seines Aufsatzes hier dieses schöne Überblick. Wir hatten ja schon gesagt, Wissenschaft ist auf Sprache angewiesen, und zwar von Beginn an. Ja, seit es so etwas wie Wissenschaft gibt. Also Wissenschaft ist ohne Sprache nicht denkbar, und damit hat es auch begonnen, dass sich Personen, die in einer Gesellschaft diese Funktion hatten, sich eben also aus einer theoretischen, wissenschaftlichen, methodisch geleiteten Perspektive mit Dingen beschäftigt haben und darüber gesprochen haben. Das Ganze nimmt dann eine neue Stufe an, geht auf eine neue Stufe, wenn Schrift dazukommt, dass also die wissenschaftliche Auseinandersetzung nicht mehr nur im mündlichen Medium geschieht, sondern ins Schriftliche überführt wird, auch konserviert wird. Und das Ganze nimmt dann nochmals eine neue Stufe an, als der Druck erfunden wird, dass dann wissenschaftliche Texte wesentlich schneller verbreitet werden können und wesentlich nachhaltiger auch produziert werden können. Und gerade wenn Wissenschaftssprache gedruckt vorliegt, entstehen dann nochmal ganz neue Konventionen. Nach Gutenberg, das wissen Sie ja, sind dann gedruckte Texte verfügbar, und das prägt natürlich auch ganz grundlegend die Wissenschaft. Sie erobert sich neue Räume, in denen sie stattfindet, und es etablieren sich aber auch ganz neue Textsorten. Und das, was wir heute kennen als wissenschaftlichen Stil, das kommt auch dann erst so wirklich, bildet sich auch dann erst wirklich heraus. Sowas wie Literaturverzeichnisse, bibliografische Angaben, sowas kommt ja überhaupt nur dann in Frage, wenn es tatsächlich gedruckte Werke gibt, auf die man sinnvollerweise verweisen kann, dass man nur als ein Beispiel, wie Druck dann die Wissenschaftssprache prägt. Und Kretzenbacher stellt also fest, dass es eine fast alle Wissenschaften hinweg gültige stilistische Norm gibt. Das nennt er die Stilistik der Sachlichkeit. Wissenschaftliche Texte sollen vor allem sachlich sein. Das ist historisch gewachsen. Es ist nicht immer so, dass genau diese Sachlichkeit so im Vordergrund stand, aber das kommt so in der Aufklärung eben zum Tragen, und inzwischen ist es fest etabliert. Und Sachlichkeit, so schreibt er in seinem Text, meint insbesondere das hier, dass die sprachliche Verfasstheit der Mitteilung über die Fakten möglichst ausgeblendet werden soll. Also natürlich müssen wir Sprache verwenden, um über unsere Gegenstände sprechen zu können, um unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse mitteilbar zu machen. Aber genau diese Sprachlichkeit soll selber nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Ja, sonst wäre Wissenschaft Dichtung, Lyrik. Da ist es ja genau das Gegenteil der Fall. Da soll die sprachliche Verfasstheit möglichst stark im Vordergrund stehen, durch bestimmte stilistische Ausschmückungen und so weiter. Aber genau diese sprachliche Verfasstheit soll in der Wissenschaft sozusagen transparent sein. Sprache insgesamt soll transparent sein wie Glas, um diese Metapher mal aufzugreifen. Und der Witz ist nun, und deswegen ist es für uns Linguistinnen so interessant, dass genau diese Transparenz natürlich überhaupt erst hergestellt werden muss. Ja, wir haben also bestimmte sprachliche Kunstgriffe, bestimmte sprachlich-stilistische Mittel, die vor allem eine Funktion haben, nämlich ihre eigene sprachlich-stilistische Gemachtheit unsichtbar zu machen. Ja, und das ist die Grundfrage, die sich Kretzenbach in dem Text stellt. Wie funktioniert es? Welche Möglichkeiten haben wir, sprachlich, mit sprachlich-stilistischen Kunstgriffen, diese Unsichtbarkeit eben dieser Kunstgriffe, die Unsichtbarkeit von Sprache gewissermaßen herzustellen? Dazu hat Harald Weinrich schon 1989 einen berühmten Aufsatz geschrieben, in dem er von den drei Tabus der Wissenschaftssprache spricht, die hier
als ein Mittel für genau diesen Zweck beschrieben werden können. Das Ich-Tabu, das Metaphern-Tabu und das Erzähltabu, Näheres dazu im Text von Kretzenbacher. Und hier mal nur ein Beispiel, das ich Ihnen ja auch für die Übung rausgesucht habe, ein aktueller Text von Mathilde Hennig, einer Linguistin, einer germanistischen Linguistin. Der Text hat den Titel von Satzbauplänen zu Nominalgruppenbauplänen, Möglichkeiten und Grenzen der Valenz, Vererbung. Hier finden wir natürlich Fachterminologie, also wenn wir nicht wirklich ausgewiesene Experten sind in germanistischer Linguistik, können wir vielleicht mit dem Wort Satzbaupläne noch was anfangen, mit Nominalgruppenbauplänen schon weniger und erst recht nicht können wir was anfangen mit Valenzvererbung. Allerdings gibt es hier auch das, was eher der alltäglichen Wissenschaftssprache zuzurechnen ist, zum Beispiel, dass wir von Möglichkeiten und Grenzen sprechen. Das wäre so etwas, was wir dort einsortieren können. Aber wir finden auch sonst in diesem Text vieles, was Wissenschaftssprache auszeichnet, vor allem auf so einer syntaktisch-stilistischen Ebene. Damit können Sie sich beschäftigen im Zuge der Gruppenarbeit. Die Aufgaben habe ich Ihnen zugeschickt. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Vielen Dank.